Ich habe eine Sonnenbrille auf. Das bedeutet, es ist schönes Wetter. Boah, es ist aber immer noch kalt. Huiuiui. In Deutschland habt ihr ja auch richtig gutes Wetter, habe ich teilweise gehört. Aber ja, die Sonne kommt jetzt hier langsam raus, soll aber die nächsten Tage immer noch mal ein bisschen regnen. Das hört nicht auf. Aber guck mal, wie schön das jetzt hier aussieht mit dem neuen Tisch. Wir hatten vorher hier so einen Klapptisch und der hat dann irgendwie gewackelt. Die müssten wir mal ein bisschen reparieren, aber ja, hat irgendwie keinen Sinn. Als Dauerlösung haben wir jetzt so einen Tisch hier, aber auch aus Kunststoff, aber diesmal mit einer Glasplatte, dass man das ein bisschen besser sauber machen kann. Und jetzt kann man hier richtig schön sitzen und rausgucken. Und heute hat man mal wieder so ein Gefühl, wie die Sicht hier raus ist. Also finde ich sehr, sehr schön. Ja, ich habe heute leider richtig, richtig viel zu tun, so Büroarbeiten, muss halt Buchhaltung machen, so, aber vielleicht schaffen wir es nochmal in die Burgblickwohnung rüber zu gehen. Heute soll es da weitergehen, weil es halt schönes Wetter ist, dass da noch Schreinerarbeiten stattfinden und so. Es wird jetzt auch alles ganz schön knapp. Also muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt wird es eng, ne? Und ich hoffe, wir kriegen es noch hin, bis meine Schwiegereltern da sind, die Wohnung richtig fertig zu bekommen. Dass es heute zum Beispiel schönes Wetter ist, ist super. Ich hoffe nur wirklich, dass die restlichen Möbel heute hochgebracht werden, weil heute habe ich noch keinen Kran gesehen, die die Sachen hochbringen. Oder sie bringen sie teilweise über einen Aufzug hoch, ich weiß es nicht. Wir gucken nachher mal. Ah, das ist auch eine geile Idee. Guck mal, mein Gesicht hier in der Ecke und ich filme mich so, das ist ja lustig, aber so richtig geht's nicht so. Na ja, egal. Ja, wir gehen mal rüber in die Burgblickwohnung. Irgendwie haben wir noch keinen Kranwagen gesehen und ich habe eine bestimmt belegte Stimme. Der ist ganz blöd. Und Quark und Froschemals, ja, aber wie? Und wir gehen mal rüber und gucken mal, ob der jetzt weitergeht oder nicht. Wenn es heute nicht weitergeht, dann wird's eng. Wird sehr eng. Alexander dreht gerade schon durch. Mhm. Ja. Bisher hat ja alles ganz gut geklappt, nur haben wir jetzt sehr viel Zeit verloren durch das Wetter. Aber ja, wenn die jetzt nicht Gas geben in den nächsten Tagen, dann wird's ja schwierig. Ne? Wenn die Schwiegereltern kommen ein paar Tagen und da sollte das Ganze fertig sein. Und das neue Auto ist nicht so cool wie das alte Auto. Ja, und ich muss es vor allem erstmal aussaugen, weil unsere Tochter gestern mit den Schlammfüßen hier drin gesessen hat und dann irgendwie noch quer durchs Auto gelaufen ist. Und jetzt ist der ganze Rücksitz total ja, eingeschlammt, kann man nicht sagen, aber es ist halt staubig. Ja. Und ich muss mich anschneiden, weil ich wieder einen Unfall habe. Anschneiden ist wichtig, überall auf der Welt. So, es ist gelöst, das Geheimnis. Wir sind jetzt hier drüben in der Burgblickwohnung. Es wird gerade geputzt. Also sie machen gerade die Balkone sauber und die Bäder, weil das ist, was man am schwierigsten sauber kriegt, wenn es regnet auch. Die müssen ja sehen, wo Dreck ist und wo nicht. Und ich habe irgendwie immer noch einen Froschenhals. Weiß nicht, wie ich das jetzt geschafft habe. Die Sonne scheint immer noch. Ja, ich muss in die Sonne, ich muss in die Sonne, ich muss in die Sonne. Und die Möbel kommen gerade, die restlichen, Gott sei Dank. Weil morgen soll es wieder regnen und wir gucken uns das gleich mal an. Wir nehmen euch mit, wir kennen die nämlich auch noch nicht, die Möbel. Schauen wir dann gleich nochmal, wie die geworden sind. Ah, oh, herrlich. Herrlich. Kalt ist es immer noch, ja. Es gibt aber eine schlechte Nachricht, ja. Ich war gerade beim Ali, habe ein paar Sachen abgeholt, die Sachen aus unserem Leihwagen, da in dieser Nacht, wo ich diese zwei Unfälle hatte oder den zweiten Unfall hatte, da konnte ich nicht alles rausnehmen und er hat gerade mir genau das erzählt, was ich schon befürchtet habe. Er hat keine Lust mehr, Autos zu vermieten. Ich kann es total verstehen. Die Werkstatt hat jetzt auch gerade keine Termine frei, um das Auto zu reparieren. Und ich habe ja gesagt, wir mieten jetzt erstmal 14 Tage dieses Auto, um ihn halt auch zu entlasten. Aber er hat gesagt, hier, ich sag's euch gleich, eigentlich habe ich nicht mehr so einen Bock. Ich würde es lieber verkaufen. Und ja, habe ich gesagt, kein Problem. Danke, dass du so früh Bescheid sagst. Alles gar kein Ding. Dann werden wir mal bei der anderen Autovermietung, wo wir davor die Langzeitmieten hatten, nochmal anfragen, frühzeitig, dass wir auch wirklich eins reinbekommen. Ist ja noch Nebensaison zum Glück. Vielleicht kriegen wir ja da noch was Gutes, ja. Vielleicht kaufen wir uns auch mal ein Auto irgendwie im Sommer oder so, müssen wir nochmal schauen. Jetzt, wir haben kein Geld. Ganz klare Aussage, wir haben kein Geld mehr. Und ich kann mir jetzt kein Auto kaufen. Also ich kann monatlich eins mieten, das ist kein Ding, aber eins kaufen, hier sind Autos so teuer. Also selbst die letzte Schrottgurke zahle ich schon 10.000 und für ein neues, sowas wie der Richtung da, ein super abgespeckter Fiat, irgendwie zahle ich schon 20.000. Das Euro, das ist der absolute Wahnsinn hier und das würde viel zu viel Kapital binden, das ist nix, ja. Genau, wir gehen jetzt mal rüber, die Alexander kommt gleich runter und schauen uns die Möbel mal an. Wir gucken mal, hier stehen noch Sachen, die können wahrscheinlich nicht so einfach hoch. Der Alexander sagt mal hallo, guck mal, das sind die kleinen Schränke, ach wie süß.
Das ist ein Schreibtisch. Ah. Oh, schon. Ja. Das sind kleine... Die kleinen Schränke. Ja. Super. Ja, sehen aber sehr schön aus. Ja. Toll, dann gehen wir mal hoch. So, wir schauen mal, dass wir niemanden hier jetzt... Na komm, Merhaba. Da fangen sie jetzt an, alles einzubauen. Da kommt jetzt der Kleine. Genau. Der Kleine. Also unter der Treppe so ein Dings, wie wir auch haben, so ein kleines. Genau. So ein Schränkchen. Ja. Da wird wahrscheinlich jetzt nichts rumstehen. Und hier ist jetzt nichts Neues. Ja, genau. Aber das hier gehört anscheinend zur Garderobe hier. Guck mal. Sieht so aus. Ja, genau. Naja, aber wir sind sehr gespannt. Ah, guck mal, hier sind die... Genau, das hat uns der Bauleiter eben geschickt, dass hier die Nachtschränke sind. Hier sind die Schubladen schon eingebaut. Also die Griffe, ist auch mit Soft Close. Ja, sehr schön, sehr, ne? Schön. Passen dann farblich zu den anderen Möbeln halt. Genau, ne? Und ganz einfach eben. Genau. Das sind die beiden hier drüben. Ach, da steht auch schon einer. Ja. Das war wahrscheinlich so. Und der Balkon ist... Hallo, willkommen. Er kann auch nichts. Ah, guck, hier steht da einer. Oh, super. Jetzt sieht man ungefähr, sieht wie die Balkon... Sieht man halt so, wie schön der Boden aussieht. Ja, ja. Sauber gut? Ja, sauber gut. Dankeschön. Jack Gesell. Jack Gesell. Dann guck mal, die müssen hier mit Stahlwolle müssen die putzen. Ja, so. Ja. Das wäre nicht important. Ich bin müde, heute outside ob machen oder hier. Oh mein Gott. Gucken in der Bedroom. Oh mein Gott. Ja, wir gucken mal. Ja. Ja, das ist viel Arbeit, ja. Oh ja. Ja, ich mache hier, oder man hat first say, später ihn machen, oder better John ist zusammen ihn machen cleaning, was später. First ich mal machen, oh mein Gott. Perfect, okay. Ja. Hart, ja. Super Arbeit, Dankeschön. Ja, bitte schön. Danke, Tasche Köhler. Die wird ja alles parallel gemacht. Wir gehen ja nochmal hoch vielleicht ganz kurz. Ja, ohne dass wir jetzt was kaputt machen. Genau. Das war jetzt mal ein bisschen Action wieder hier. Aber ja, das ist dann das Problem, wenn man dann halt solche Sachen dann jetzt sauber machen muss. Ne? Das ist ja im Prinzip noch die ganzen Sachen vom... hier haben sie auch schon einiges gemacht. Ja, den Karton haben sie auch schon gemacht. Da gehen wir nochmal raus und gucken hier raus. Ah ja, genau, hier sieht man schon mal. Ja, jetzt erkennt man schon mal so halbwegs, wie es aussieht, ne? Tschüss! Das ist eine Riesenterrasse hier, ja, ne? Ja, das ist so schön. Und kann einer halt wirklich niemand drauf gucken eigentlich. Also außer die Nachbarn da. Aber wenn man das jetzt hier so sieht, das macht schon... Also wenn man hier hinten sitzt, da muss man sich schon richtig rüberbeugen, um einem draufklotzen zu wollen. Ja, jetzt gucken wir uns mal die Aussicht an. Jo, das ist ganz geil. Ja, und die ist schön geworden jetzt, die Terrasse hier. Richtig super, super. Ja, und das ist halt dann das Geile an der Wohnung. Ne? Also klar, man musste jetzt einiges reparieren, alles ist einiges machen, einiges renovieren, aber das ist halt jetzt hier toll. Ne? Vier Balkone und diese riesige, also drei Balkone, also drei Terrassen, vier Terrassen und diese Terrasse, ich kann das immer nicht sagen. Manchmal ist ein bisschen Dach drüber. So, und wieder mal so vorbildlich hier, die haben ja schon die ersten Sachen hochgebracht, aber die großen Sachen, die werden wieder hier mit so einem Kran hochgebracht. Die stehen hier in jedem Ortsteil ein paar Stück rum, da rufen die an und sagen, hey, hör zu, wir müssen was hochbringen und oh Gott. Ja, nee, wir lassen die mal arbeiten. Ich will gar nicht zugucken, weil es ist besser, nicht zuzugucken. Ganz oft, vor allem, wenn die irgendwas mit Höhe machen, ja. So, als absolutes letztes Schmankerl, wir sind hier gerade einkaufen und ihr werdet einen Unterschied merken. Hallo, wir können frei sprechen. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Die Freiheit ist zurück.